Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion, Ranglistenmodus. Ich gehe weiter mit dem Champion. Das ist gut. Welcome to Nova. Ich habe diesmal lustigerweise die gleichen Gegner wie in der letzten Runde, aber einen anderen Mitspieler. So, wir nehmen auf jeden Fall ihn mit. Das ist klar, den mache ich zum Champion. Das ist ein guter Tank mit dem zusammen. Magischer Schaden. Stichschaden, Schwein. Klingt gut. Das klingt gut. Sollen wir für Zauber? Vampir. Ach du Kacke. Vampir ist gut. Ich habe gar keine Fernkämpfer. Naja, gut. Ich werde ihn erstmal hier hinstellen. Albtraum Champion ist da. Ja, wirklich eine gute Kombination. Ich muss nur. Also, vielleicht noch ein paar Fernkämpfer. Vielleicht. Ansonsten geht es auch so. Vampir-Aura werde ich auf jeden Fall nehmen. Ich habe viele Tanks und kaum DPS. Also ihn ja, und die sind alle so ein bisschen vielseitig, aber hier sind halt doppelt fette Tanks. Du musst halt ein bisschen schauen, wie das funktioniert. Hier drüben ist ein Baumwächter und Kaulquappen. Okay. Wahrscheinlich dann irgendwelche Buffs dabei. Muss nicht sein. Nee, ich baue jetzt nicht die Blume hin. Ich baue dann Mana raus hin. Ich habe zwar nichts, was Mana macht oder Mana braucht in dem Moment, aber das ist ja erstmal nicht so schlimm. Kommt vielleicht im Roll noch dazu. So, Dax packe ich vorne hin. Das heißt, wir machen das so. Vorne Dax. Vor ihm. Und an den Seiten jeweils die Vögel. Mit der natürlichen Verteidigung. Und dann klappt das schon. So, die kacken bei Aufprallschaden rein. Unten bis ich Stich für ihn. Stichschaden? Nö. Das könnte die Runde was schicken. So, erstmal Windfalken hinsetzen. Weiß ich jetzt nicht, ob sich das lohnt. Nö. Ich lasse es nur lieber nächste Runde ein paar Worker. Auf 6 schicken. Ja, hat ein bisschen zu wenig gebaut, ob nur 20. Warum halt halt ordentlich aus, na? Warten wir den schon mal auf. Ich glaube, bei den
Bei den Bienen macht es Sinn, wenn die auf einer Extra-Seite sind. Um so ein bisschen aufzusplitten. Das meine da unten hingestellt, aber dann tue ich die anderen auf die rechte Seite. So, hier noch ein Falken hin. Bin ich gut dabei. Hier kommt jetzt noch so ein Unhold mit rein. Ja, hat gerade mal 3 Worker. Aber er hat schon gut aufgerüstet. Der ist schon fast voll. Gut, gibt ja verschiedene Strategien. Hat eine Biene. Ich frage mich, warum er nicht mit Sakura Blume gestartet hat, wenn er die hat. Vielleicht hat er auch Chaos oder so. Da bin ich auf jeden Fall durch. Schick mal ein bisschen Kleinkram noch mit rein. Ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Ah, ich weiß nicht. Noch mehr Mana-Rösser. Muss eigentlich nicht sein. Pack ich ja lieber ein paar Bienen hin. Das hat aber aufgeholt, jetzt hat er 6 Worker. Oh, der ist schon voll. Hat übelst viele Kaulquappen. Schick einfach weiter, solange ich durchkomme. Decke mit rein. So, jetzt könnte ich den Dachs hinstellen und das mache ich auch. Jetzt haben wir eine Bienenarmee statt einer Rattenarmee. Die Schaden hat er nur die Drohne, mehr nicht. Das heißt, dem kann ich oben nicht nerven. Oh, ein Gargoyle. Also wenn der jetzt tatsächlich Fiesta haben sollte, dann ja, war es natürlich eine schlechte Entscheidung zu schicken. Das weiß man ja vorher nicht. Er baut jedenfalls immer so ein bisschen weniger. Ja, ich glaube, wir sammeln einfach mal ein bisschen und schicken dann auf 10. Ich werde jetzt nicht noch eine Biene hinsetzen.
genug Bienen gesetzt. Mal gucken. Aber ich habe ihn schon damit ein bisschen runtergedrückt. Alter, 240. Gut, dass ich keine Fernkämpfer habe. Da kann ich mehr rausholen. Ah, mein Albtraum ist schon tot. Diese dafür sind die Mana-Wasser gut. Die können meine Vögel aufladen. So, Aufprall ist genug da. Das heißt, ich kann ein bisschen Stich noch schicken. Zum Beispiel ihn hier. So, zweiten Albtraum hingepackt. Fertig. Ich krieg noch 40 zusammen, da packe ich einfach noch so einen rein. Soll ich theoretisch durchkommen. Aufprall ist da, er hat viel Magieschaden, so, das ist egal. Ja, Aufprallschaden und Stich hat er immer noch die eine Drohne. König aufgewertet. Können wir machen. Ah, der Mimik lebt noch voll. So. Durch. Ist schon mal sehr gut für uns. So, wir nehmen hier Vampir. Champion und Vampir. Übel stark. Jetzt könnten wir natürlich hier eine Doppelaufwertung machen. Ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Wir gucken mal. Wie ist hier drüben aus? Wenn wir auf 13 schicken, dann schicke ich einfach Stich mit. Magie brauche ich so gut wie gar nicht. Wofür das Ding? Nee. Und Stichschaden habe ich ordentlich, gerade durch die zwei Albtraum. Zweimal Albtraum, übel stark. Mit Vampir-Buff und Champion-Buff. Einfach mega fett. Ja, er wird jetzt auch übelst viel halten, weil er schon zwei fette Dinger hat. Pack mal ein Schwein hin. Okay, ich bin jetzt ein bisschen drunter, aber mein Teamkollege ist deutlich drunter, unter dem Wert. Wir haben jetzt eine Runde gesammelt. Da gab es auch nur 60. Also wenn die wahrscheinlich jetzt hier fett schicken. Hat sich irgendwas großartig verändert? Er hat jetzt einen Auerochsen dort stehen. Das heißt, vielleicht ein bisschen Magie rein. Also auf jeden Fall schicke ich ihn. Das ist vollkommen klar. Ihn schicke ich wieder mit rein. Und dann brauchen wir aber DPS. Ich würde den Drachen mit reinschicken. Und dann gucke ich mal, was ich noch sonst zusammenkriege.
Aufprallschaden. Das bedeutet aufgewertet. Ja, sonst eigentlich nichts, ne? Ich werde hier drüben mal noch ein paar hinstellen. Wird die Wave noch ein bisschen abgewehrt. Ich krieg noch nicht viel zusammen. Dann gibt es halt eine Echse. Die werden es fett schicken. 520. Was? Ein Kraken. Das ist brutal. Ich komme auf jeden Fall durch, aber ich schaffe es auch nicht zu blocken. Oh, hier ist noch ordentlich viel da. Bei uns ist mehr übrig. Der Centaur ist noch da. Hier gibt es auch gut auf die Fresse. Das können wir auf jeden Fall ein bisschen aufrüsten. Zack. Wir kommen mit raus. Er hat es hier in den Pack-Leader reingeschickt. Das bringt mir persönlich erstmal gar nichts. Ist mehr Aufprallschaden gefragt. Hau ich einen Ogre rein. Wenn er schickt, schicke ich jetzt auch einfach mit. Sie werten den King weiter auf. Das heißt, ich hole mehr Worker. Den Auerochsen verbessert. Ach, es war noch ein Dachs, was dahinter stand. Okay, ich bin auf jeden Fall durch. Ja, das passt mir auch. Stichschaden hat er kaum. 16 ist wirklich gut für mich. Dann heißt es jetzt ganz viel bauen. Das ist gut. Was weg. Dafür ihn noch mit rein. Dass wir ein bisschen Tankiness hinbauen. In die ganze Geschichte. Da geht es mir tatsächlich auch wirklich nur um die Tanks an sich. Der Magieschaden-Aspekt interessiert mich da in dem Moment gar nicht. So, hier werde ich auf jeden Fall ihn schicken. Damit ich die Weißmähne wegkriege. Vielleicht den Dachs auch noch. Je nachdem. Du wirst jetzt aufgewertet. Und jetzt werde ich hier ihn mal noch hinpacken. Ich muss auf jeden Fall mehr bauen hier. Das ist sehr wichtig. Stichschaden. Ist nicht unbedingt notwendig, aber so ist halt ein bisschen von allem dabei. 520. Das wird ein Rennen.
Die haben beide down. Mein Kollege ist down, aber ich könnte noch gut verteidigen. Ne, ich werde es nicht schaffen, aber ich habe wenigstens noch Zeit rausgeholt, dass wir gewinnen. Krass. Victory. Schnelle Runde. Schnelles Game. Das war's mit der weiteren Runde Legion. Ja, schaut auch gerne bei den anderen Videos vorbei. Ja, Platin, sehr schön. Jetzt bin ich wieder Platin. Ja, ich verlege euch mal was Schönes. Guckt einfach mal rein. Und bis dahin wünsche ich euch einen spannenden Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.